Willkommen zurück, liebe Leute. Die Siedlung erstrahlt in alter Pracht in Dragon Quest Builders 2. Wir haben jetzt gerade eine Armee besiegt. Eine Armee der Finsternis, eine Armee des Bösen. Und ja, insgesamt muss ich sagen, war es ein gar kein schlechter Kampf. Er ging ganz schön lange, aber ja. Ich habe jetzt jedenfalls vor, mich hier noch besser zu verteidigen. Okay. Und ich stelle schon fest, was uns fehlt. Und das sind Eisenbarren. Dass wir das bauen können. Was kann ich denn... Ah ne, halt, die Magiesachen kann ich ja oben bauen, ne? Kann ich hier oben bauen, ne? Genau. Davon kann ich noch 3 Stück bauen. Eine klassische Säule fehlt mir. Eine klassische Säule, okay. Finde ich in Ordnung. Kann ich mit leben. So. Oh, das dauert auch seine Zeit. Okay. Zauberlabor. Und warum ist hier Schnee gewesen? Eigentlich sollte doch hier gar kein Schnee mehr sein. Zählt das hier nicht mehr zur Befestigung? Doch, eigentlich schon. Ah, die Sache ist die. Wann kommen die hier rein? Wann... Ja. Er hat seine Mission, die wir erfüllen sollen. So, und jetzt können wir erstmal gucken. Ach, verdammt, so komme ich gar nicht hoch. So, das ist wie viele Felder? So. Muss alles weg. So. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist hier. Ich weiß nicht, ob das bis hierhin reicht. Nein, das reicht nicht. Natürlich nicht. War ja klar. Aber gut, dann kann ich hier noch ein weiter rüber. Das geht auch nicht. Dann bauen wir es halt dahin. Okay. Oh, bald haben wir schon wieder ein Level Up für die Siedlung. Es ist auch gut. So. Nochmal 4 weitere. Nee, da wollte ich jetzt nicht lang. Da wollte ich lang. Und auch nochmal 4. So. Und ich hoffe, das reicht. Nee, natürlich nicht. Jawohl. Sind 5 Stück, finde ich aber ein bisschen wenig. Ah, warte, machen wir nochmal anders. So. Ja, damit fühle ich mich schon viel sicherer. Und jetzt muss ich halt hier den Boden auslegen. Und das wird jetzt echt eine Heidenarbeit, hier den ganzen Boden auszulegen. Aber gut. Das macht man nicht alles, um sich einfacher zu machen. So. Stück kann ich gerade mal machen.
Ja gut, ob das reicht, das werden wir natürlich dann erst in den nächsten Kämpfen herausfinden. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber ja. So. Wie fange ich denn mal am besten an so? Ich weiß nicht, so eine Verteidigung habe ich selbst in Dragon Quest Builders 1 nicht gebaut. Aber ich denke mir mal, das ist ja eine sehr gute Variante, um anstürmende Feinde entsprechend zu besiegen. Ja. So. Aber trotzdem, du hättest auch den Stein zerstören können. Ja, hätte ich richtig, aber hatte ich jetzt keine Lust zu. Auf dass sie hier auf diesen Spikes sich die Zähne ausbeißen. Boah, guckt euch das mal an, es ist so wenig. Boah. Darf man, kann man sich gar nicht vorstellen, was ich da an Arbeit reinstecken muss. Können wir mit dem hier nochmal die nächste Reihe machen. So. So ist wunderbar. Und darum ist wieder da. Okay. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, sind die da wirklich notwendig? Oder kann ich jetzt hier einfach einen nehmen, weil das einfach nur optisch scheiße aussieht? Und sage beispielsweise... Nee, das sieht eigentlich... Nee. Sieht dann wirklich optisch einfach kacke aus. Dafür habe ich nicht genügend da. Ich will jetzt gerade erstmal die Verteidigung aufbauen. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen wichtiger. Falls wieder die Kinder Hagons kommen. ...50 Stück. Einfach mal 50 Stück nehmen und dann geht das schon. So, hier auch nochmal das Herz einsammeln. Nehmen wir nur noch 5 Stück fürs Level Up. Der Stadt. So. Dann machen wir jetzt erstmal hier den Bereich hier. Oh, nee. So ist es richtig. Könnte funktionieren. Wenn ich überlege, was ich jetzt hier gerade für eine Verteidigung aufbaue, habe ich selber schon Angst, weil als Monster hätte ich jetzt echt Angst, hier überhaupt in die Nähe des Schlosses zu kommen. Das ist nämlich echt schon heftig, was ich hier in der Verteidigung aufgebaut habe. Wow. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal, was es hier noch für Aufgaben gibt. Ach, läuten wir erstmal die Glocke, komm. Was soll's. Die Glocke läuten wir immer so selten. Auf die Maximalstufe. 3. Je mehr bessere Leute wir haben, um diese Siedlung zu verteidigen, umso besser ist es. Also je mehr Leute wir haben, um die Siedlung zu... Wirbelschlitzer, okay. Oh, und die Einwohneranzahl ist gestiegen. Ich sehe sie zwar noch nicht, aber egal. Und ich lerne wieder neue Sachen.
Teppich, edler Teppich, Farbglas, Thron, Göttinnenstatue. Boah, sind einige Sachen. Jetzt zwar nichts Großartiges, aber Thronsaaltür, okay. Himmel, nochmal Troplay, was für ein unglaublicher Klang. Niemand läutet eine Glocke so wie du. Teppich, Thron, Throne und Göttinnenstatue, sogar Altäre. Anscheinend hast du wirklich Großes vor. Und unsere Streitkräfte wachsen weiter an. Jetzt, da noch mehr Soldaten vom Klang der Glocke des Erbaus angelockt wurden. Doch wir sind nicht nur zahlenmäßig stärker geworden, unsere Schlosswachen haben offenbar auch den Wirbelschlitzer erlernt. Oho, gut gemacht, junger Erbauer. Mein Königreich wächst weiter über sich hinaus und schon bald werden wir stark genug sein, um die Monster ein für alle Mal zu bezwingen. Doch eines nach dem anderen, Troplay. Heißen wir zuerst die Neuankömmlinge im Schloss Mondbach willkommen, in ihrer neuen Heimat. Ja, und genau das ist nämlich der Knackpunkt, den ich jetzt vorhabe. Ich will nämlich da oben nochmal, etwas Zimmermäßiges bauen. Und deswegen brauche ich nochmal 10 Betten. Warum habt ihr denn alle Kupferschwerter, ey? Hast du die Glocke geläutet? Wir alle haben die Gerüchte über die Wiederauferlebung von Mondbach gehört, aber so etwas Großartiges hat keiner von uns erwartet. Als wir geflohen sind, dachten wir, dass unser Soldatenleben vorbei wäre. Aber da lag ich wohl falsch. Das Schloss sieht kampftüchtig aus. Die Soldaten, die in den grünen Wappenrücken sind, ausgebildete Heilertruppe. Sie können Multiheilung einsetzen, um uns alle etwas länger am Leben zu halten. Da fällt mir ein, ich habe dir noch nicht erzählt, was die andere Farbe bedeutet, oder? Lass es mich dir erklären. Die Soldaten in Blau sind die starken, standhaften Fußsoldaten. Sie können den Wirbelschlitzer einsetzen, um ganze Monsterhorn auf einmal zu erledigen. Krieger in Rot sind Mitglieder der königlichen Wache. Wir sind mit der Sicherheit seiner Majestät betraut. Außerdem können wir mit Robuff die Abwehr aller unserer Kämpfer stärken. Tja, da wir nun alle vorgestellt haben, habt ihr hoffentlich nichts dagegen, wenn wir uns euch anschließen für Mondbach. 6 neue Soldaten ziehen in das Schloss Mondbach ein. Ja, und ich werde euch nachher noch alle schön ausrüsten, weil, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn dann die Gegner kommen, dann bin ich sowas von platt. Nee. Mm-mm. Achso. Ist noch am Arbeiten. Okay. So, machen wir jetzt hier mal mein Zimmer draus. Zum Schlafen. So eine Art Kaserne. Zimmer wird etwas schicker. Ja, soll es ja auch werden. So. Dann haben wir das. Kommen wir zu ein paar kleinen Tischen, die daneben können. Kleiner Holztisch. Großer Holztisch in die Mitte. Ja, komm. Muss natürlich auch noch Licht rein, aber das ist erstmal egal. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist das Ganze eigentlich umgekehrt. Ja gut, sie schlafen noch ein bisschen an der frischen Luft, aber ist ja erstmal egal. So, da können dann kleine Stühle hin. Sind das Kerzen, die ich dann da draufstellen könnte? Stellen wir da mal einfach mal 10 Kerzen hin. 10 Kerzen jeweils drauf. Eine Holzbank. Eine normale Bank. Na komm. Ich bräuchte 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nehmen wir 6 Stück. Eine Badewanne. Ja, die muss ich dann woanders hinpacken. Oh, Vorhänge. Oh, kann ich noch gar nicht. Aber das kann ich. Wandbehang. 10, 20. Fertig, 60 Stück. Okay.
Oh, damit bringe ich aber das Zimmer aber richtig auf Vordermann, sage ich euch. Aber richtig, richtig auf Vordermann, ey. Nein! So. Okay, und jetzt hier überall noch Kerzen drauf. Großes Gruppenschlafzimmer. Ja, ich habe schon die Maximalstufe erreicht. Ey, Leute, hallo. Wow, 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 wow. Nein, ich habe noch gar nicht die Maximalstufe erreicht. Hab ich noch gar nicht. Krass. Ich dachte echt, ich hätte jetzt die Maximalstufe erreicht. Da ist ja noch ein Level. Achso. Ach, das geht gar nicht. Na gut, dann hängen wir es halt immer über das Bett. Ist ja auch egal. Sieht ja genauso schön aus. Was, oder? Sieht richtig schön gemütlich aus und so weiter. Doch, finde ich gut. So, dann jetzt mal hier runtergehen. So, hier ein bisschen. Das ist natürlich doof, dass man die jetzt nicht so über Kreuz packen kann. Aber okay, gut. Ich weiß gar nicht, ob man den Raum hier noch schöner ansehnlicher machen kann. Oh ja, kann man noch. Kann man noch einiges ändern. Hier kommt die Thronsaaltür hin. Ich weiß gar nicht, kann ich die schon basteln oder nicht? Kann ich die schon basteln, die Tür, oder noch nicht? Da ist sie. Tatsache, die kann ich sogar herstellen. Kannst du sie dort nicht platzieren? Wie groß ist die denn? Fünf. Okay, also ich muss mich so rum hinstellen. Ach so, nee. Daran hapert es. Zwei kleine Räume. Aber okay, gut. So. Lieber König, ich hoffe, das wird so langsam für dich. Und dann können eigentlich die Wände hier weg. Nein, 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 nein. Wow. So, machen wir mal den Thronsaal ein bisschen größer. Dass es hier auch schön aussieht. Eines Königs würdig, sag ich da nur. Ernsthaft, Myrod? Wisst ihr, das passt so richtig gerade, ne? Ich bin hier schön am Arbeiten und er schlummert erstmal. So. Besonders hier im Thronsaal des Königs. Aber ist in Ordnung, Myrod. Ist in Ordnung. So, an der Stelle möchte ich dann aber auch jetzt langsam mal schlummern gehen. Sage dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Und ja, ich gehe jetzt hier oben mal pennen und hoffe mal, hier ist noch irgendwo Platz. Und ich bin euer Tor, haut rein. Tschüss.